Hallo zusammen, ich habe hier ein Knaus Wohnmobil und da waren zwei solcher Batterien drin, 95 AH Blei AGM Batterien. Und neu haben wir hier, die sind jetzt noch nicht befestigt, zwei 150 Ampere Lithium Blöcke eingesetzt. Wir sehen jetzt hier, das ist die Hälfte der Ladung vom Ladegerät. Wir haben hier oben einen Wechselrichter verbaut und hier oben eine Vorrangschaltung für 230 Volt. Das heißt, wenn wir hier die Außensteckdose rausnehmen, brennt das Licht trotzdem weiter auf 230 Volt. Die Ladung ist zurückgefallen, ja, auf, das ist ein Eichfehler, auf 0,5. Und trotzdem haben wir 230 Volt. Sobald man wieder einsteckt, schaltet es um aufs Netz, dass wir 230 Volt haben. Und die Ladung vom Ladegerät funktioniert dann wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag.